Hallo und willkommen hier bei Hutodi, ich bin der Bernd. In diesem Tutorial möchten wir uns nochmal die Screenshot-Geschichten unter Mac OS X anschauen. Wir hatten vor längerem schon mal ein ausführliches Tutorial darüber, wie man einen Screenshot mit Mac OS X sehr einfach machen kann. Dieses Mal möchten wir uns eine Systemeinstellung anschauen, mit der man Screenshots manipulieren kann. In dem Fall geht es darum, wenn ihr einen Screenshot macht, dann hat der eigentlich immer einen Schlagschatten. Jetzt kann es sein, dass ihr sagt, naja, ein Schlagschatten, ich brauche das nicht, ich möchte das ja auf meine Webseite einbauen ohne Schlagschatten, das nimmt mir unnötig Platz weg, ich hätte das gerne ohne Schlagschatten. Und genau das kann man einstellen. Wir schauen uns das einfach mal an. Zunächst müssen wir einen Screenshot erstellen, damit wir auch wissen, wie das aussieht. Das heißt, ich gehe hier mal drauf und mache von diesem Fenster einen Screenshot. So, wenn wir jetzt diesen Screenshot aufrufen, sehen wir tatsächlich, da ist ein Schlagschatten drumherum und das Fenster ist genau ausgeschnitten. Und eben diesen Schlagschatten, den wollen wir dieses Mal nicht haben. Wie müssen wir das Ganze machen? Wir öffnen ein Terminal. Terminal bekommt ihr entweder, wenn ihr es in eurem Dock drin habt, über den Dock, oder Programme, Dienstprogramme und dann auf Terminal. Dort befindet sich das. Und in diesem Terminal müssen wir nun einen Befehl eingeben. Der Befehl hierfür lautet defaults-write-com.apple.screen-capture disable shadow bool true. Das heißt, der Schatten soll deaktiviert werden. Ich klicke jetzt auf Enter. Also diese Befehlszeile haben wir euch auch nochmal unten in unserer Videobeschreibung eingeblendet, damit ihr Copy and Paste machen könnt. Nachdem ihr diesen Befehl nun eingegeben habt, müsst ihr natürlich im System etwas neu starten, einen Dienst neu starten, damit diese Einstellungen auch direkt übernommen werden können. Um diesen Dienst neu zu starten, müsst ihr den einmal killen. Das geht mit dem Befehl kill all System UI Server. Enter. Jetzt wird der neu gestartet, der System UI Server. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Wir machen also wieder einen Screenshot von unserem Fenster. Doppelklick. Siehe da. Im Vergleich zum anderen Screenshot. Hier ist kein Schatten mehr. Dieses Fenster kommt komplett ohne Schatten. Im Vergleich nochmal hier mit Schatten. Soweit war das ganz cool, habt ihr gesagt. Ich habe jetzt 50 Screenshots gemacht ohne Schatten, genau wie ich es auch haben wollte. Jetzt hätte ich diesen Schatten gerne wieder. Was muss ich also tun? Ich gebe den Befehl defaults delete.com apple screen capture disable shadow, also dieser Parameter, wird aus der Playlist wieder herausgelöscht. Auch das wieder unten in unserer Beschreibung. Ich drücke Enter und natürlich muss ich die System-UI wieder hochfahren, neu starten. Das heißt, den System-UI-Server muss ich kurz neu starten. Das war's. So einfach geht das. Machen wir jetzt wieder einen Screenshot. Hat der Screenshot wieder einen Schatten. Okay, das war's auch schon wieder von meiner Seite für den kleinen Systemtipp. Ich bin der Bernd, ihr seid hier bei Hutodi. Würde mich freuen, wenn ihr unseren Channel hier bei YouTube abonniert. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.